Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von The Evil Within und gleichzeitig auch zu einer neuen Aufnahmesession davon. Jawohl. Wie im letzten Part, ja, haben wir versucht, uns hier durchzuschlagen. Das hat nicht so gut funktioniert. Ich habe den Typen da getriggert, der dann gerade wieder randalieren tut. Und dann haben wir nicht erschießen können, warum auch immer. Ich glaube, ich habe über 12 Schuss oder so an dem verbraucht und da tut sie nichts, der stirbt einfach nicht. Ja, könnte dran liegen, dass wir schwer spielen, ist ja wurscht. Wir werden, bevor wir uns den Typen da vornehmen, werden wir einfach mal versuchen, uns hier durchzuschlagen, die Zombies, die kleineren Zombies auszumerzen. Ja, und lassen den da hinten einfach mal plärren und randalieren. So. Ich muss natürlich wieder ein bisschen üben. Mich wundert es auch, dass die Axt hin worden ist. Das ärgert mich ziemlich stark sogar, weil die ich finde, die ist toll. Ich finde, die ist toll und ja, habe eigentlich gehofft gehabt, dass wir die weiter verwenden dürfen. So. Na, das sollte eigentlich, hätte das müssen sanft aufmachen, aber ist ja wurscht. So. Wir starten scheinbar wieder dort, wo wir wo wir den einen Typen getroffen haben, ne, diesen Doktor. Wie komme ich jetzt wieder weg? Ich verdumme mich da jedes Mal. Wie habe ich das damals gemacht, dass ich da wegkomme vom Fenster? Ja, das ist ein Nachteil, wenn man länger niemals spielt. Wirklich. Hey, ich will da weg. Ich habe genug geschaut. Da verdrückt man sich einmal. Ne? Wie habe ich das gemacht? Es ist schon wieder eine Zeit her, dass ich gespielt habe. 2 Wochen, glaube ich. War das Zufall? Der Typ, ne? Hallo? Ach, Dreck, verdammter. Ich will da weg. Das gibt's ja nicht. Hallo? Was habe ich damals gemacht? Mein Escape haut auch nicht hin. Muss ich jetzt nochmal laden? Ich hänge am Fenster, ich glaube, ich spinne. Wo haben wir es hier nochmal? Ich glaube, war das falsch? Warte mal. Ich schau mal kurz. Ich glaube, das war falsch, ne? Ah, Füße. Wie schön. Wie schön. Ja. Der kann drin bleiben. Den brauche ich nicht. Der soll da mit dem Kabel bleiben. Ist gesünder für uns. Was ich auch machen wollte, ist, wenn wir jetzt kleinere Spielfortschritte haben, dass ich dann öfters mal bei diesem Irrenhaus da vorbeischaue, ne? Einfach nur, dass wir speichern können. Das wäre vielleicht taktisch klug. Vor allem, bevor wir diesen Typen da unten angehen, glaube ich, wäre das in Ordnung. So, das habe ich mal hinbekommen. Sauber. Bitte nicht beim Fenster jetzt. Alex, merkt ihr das mal. So, ich wollte eigentlich nur schauen, ob sie was zu looten gibt. Verstecken brauchen wir uns nicht. Und am Bett normal auch nicht. Ich wollte einfach nur schauen, ob sie was gegeben hätte. Aber ich glaube nicht. Gut. Haben wir, glaube ich, schon mitgenommen. Könnte auch sein, ne? Dass ich dann doch schon gründlicher war, als ich gedacht habe. Um Gottes Willen, ne? Kann man denn... Ja, geht. Hat der jetzt mir die Axt weggenommen? Der hat mir die Axt weggenommen? Echt? Wow. Das ist natürlich scheißlich ungut. Ich wollte wegsprinten eigentlich. Die Buffen hätte ich gern. Wie war denn das mit der Buffen? Ich hab's vergessen. Wow. Was nimmt denn jetzt Granaten? Echt unglaublich. Hupf drüber, bitteschön. Das ist, wenn man länger nicht mehr spielt, ne? Das ist, wenn man länger nicht mehr spielt. Habe ich Trottel voll vergessen? Hüpfst du drüber? Danke. Ich habe voll vergessen, wie man die Buffen nimmt.
Ah, jetzt habe ich sie, glaube ich. Ja, ich werde gleich verrecken. Das ist ja wieder super, ne? Jawohl. Darf ich jetzt bitte wieder C mal abheizen? Oh. Ist er hin? Na, der überlebt das, ne? Jetzt aber. Full Diver. So. Brennens. Ja, super hingehaut, ne? So, heiz ab, der Dreck. Fertig. Ich wollte doch nur die Axt. Wie geht... Echt. Also, was? Das ist scheißlich ungut. Echt. Das muss man schon mal sagen. So. Okay. Das fängt echt super an. Ihr könnt heulen. So, den müssen wir auch abheizen. Da, tschüssi. Gut. Ja, halt die Gosch. Gut. Wieder drüber. Geht das? Ich will rein da. Danke. Was wollte ich jetzt eigentlich? Da wollte ich irgendwas nachschauen, aber vergiss das. Naja, wenigstens haut die Pistole hin bei den kleinen Gegnern, ne? Nachladen. Wie ging das nochmal? Na, das war Schlagen. Okay. Ladet es, glaube ich, selber nach, oder? Ist ja wurscht. Streichholz haben wir gar keins mehr, sehe ich gerade. Das ist ungut. Das ist scheißlich ungut. Leise. Dass die Axt hinwerfen kann, ist halt echt erschütterlich. Haben wir hier, Kistenwaffe nix, ne? Habe ich hier, haben wir da, keine Ahnung, ob wir da alles richtig gemacht haben. Ich hoffe. Obwohl, wir haben noch Streichhölzer. Jetzt haben wir keins mehr, ne? Jetzt ist vorbei. Okay. Gut. Ich weiß immer noch nicht so recht, ob das richtig ist, was ich da mache mit dem Abheizen dieser Gegner. Ich hoffe schon. Aha, entschärfen. Na, boom. Das war zu gierig, das war zu schnell. Ach, ich bin so doof. Muss ich jetzt nochmal machen, ne? Na. Das war der nervöse Finger, wie immer. Ich hasse ihn. Ich wollte ihn schon mal abschneiden, als du zu weh. Ja, ja, nein. Okay. Dann nochmal üben, ne? Also, die Axt wird hin. Wie mir das auf die Nerven geht. Es ist echt schade, dass die hin wird. Oder stiehlt die mir jemand? Das könnte auch sein, ne? Ich sollte mal das Licht ausmachen. So. Das wäre auch mal schlau, ne? Vielleicht ist es nicht so schlecht, wenn man sich mal versteckt, ne? Weil vielleicht kann man sie dann von hinten wieder abstechen, ne? Weil drei Schuss brauchst, ne? Drei Schuss, das ist halt echt viel. Jetzt in den anderen Raum rein. Mist, verdammter.
Oh. Ich wollte mich eigentlich nur verstecken, ne? Oh, scheiße. Au. Und wollte ich jetzt mal buffen? Die ist natürlich nicht da, ne? Ja, aha, das will er, okay. Hey, was erwischt? Die erwischt mich, ne? Blöde Kuh. Au. Wo ist jetzt immer schon wieder mein Buffen, ey? Tschüss. Bin schon wieder voll angeschlagen, ne? So, wie war schnell das Heilen? Ich glaube im Inventar, ne? Konnte ich da nicht so rein? Ja. Ich spiele eindeutig zu wenig dieses Spiel. Ich hätte es mir vorher nochmal anschauen sollen. Wäre besser gewesen. Ich hätte mich auch nicht verstecken sollen, ich Idiot. Ist da nicht noch irgendwo so ein dritter Hampelmann gewesen? Ich werde wieder verrecken, es ist ja wurscht. Bis ich da wieder im Spiel bin, vergeht wieder ein ganzer Bart. Das ist echt ärgerlich, tut mir sehr leid. Okay, waren scheinbar doch nur die beiden, ha? Huh? Ah, da könnte unten sein, eventuell. Das könnte sein, dass der unten ist. Wenn wir die dreimal ausgemerzt haben, muss ich mal schauen, dass ich wieder zurückkomme zu unserem Innenhaus-Dings da. Ah, da ist er. Jetzt dreht er sich um. Was, das hätten wir. Abheizen. Und kann man da was looten? Nö, schade. Okay. Jetzt ist ja die Frage, wenn ich da jetzt rausgehe. Oh, abgesperrt. Ah, nicht schlecht. Ich will rüber zum anderen Haus, ne? Jetzt wäre es besser, wenn wir es von oben drüber, ne? Das machen tun. Von oben drüber, das war jetzt Deutsch. Ja. Ich glaube, ich kann meinen kleinen Fingerbill schonen. Aha, der ist wieder am Frecken. So, also, ich will speichern eigentlich. Jetzt vielleicht hier wieder vorsichtig. Hallo, ist da jemand? Kuckuck. Der wütet wieder. Ich glaube, das war da herüben, ne? Grummeln tut's halt überall, ne? Was? Oh, na toll. Jetzt sind sie da auch schon drin. Nehmen wir mal die Flasche. Die wird uns gute Dienste tun. Oh. Wie viel sind es denn? Zwei? Ich glaube, ich mache gerade einen riesen Blödsinn. Schnell, 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 schnell. Den einen. Oh, das hat nicht hingehauen. Okay. Ich habe gedacht, das geht sie aus. Da geht sie gar nichts aus. Wo muss ich eigentlich da hin? Ins Klo? Da war es, glaube ich, ne? Und schnell mal weg. Ich hoffe, das geht sie aus. Ja, sehr gut. Da wollte ich hin. Hui. So. Scheißlich. Und gut. Hallo. Ich will mal speichern. Der besorgte Typ also.
Sie sehen nicht gut aus. Sie sollten besser auf sich aufpassen. Haha, sehr witzig. Aber ich glaube, mit der so angeschlagen wie wir sind, das ist auch keine gute Idee, ne? Egal. Wir werden speichern. Ich würde sagen, boah, da nehmen wir den da. So, ja, bitte. Annehmen, jo. So, das hätten wir mal. So. So. Gibt's was Neues? Nö. Ich wollte nur mal schauen. So. Dann schauen wir hier mal, ob da was geht. Ich glaube, wir brauchten 3000, ne? Werden wir gleich sehen. Na, 2000. Oder? Oder nicht? Aber nein, aber doch. Was? 5000? Hör auf. Aber da geht was. Leben, Sprinten, Spritzenwirkung. Ich würde sagen Leben, ha? Die Firma dankt. Gut, passt. So. Und geheilt sind wir oben drin. Das hat sich ausgezahlt. Sehr gut. Das werden wir gleich nochmal speichern. Ach, hör auf zum Schnaufen. Da, kriegst du ein Watschen. So. Was? Ich bin kein Frauenschläger. So. Annehmen, ja bitte. So, passt. Und wir schleichen uns wieder. Ich hoffe, das war kein Fehler. Dass wir die beiden jetzt getriggert haben. Ob man die, wenn man die Tür mit Schwung aufschlägt. Was? Wie hat er mir jetzt durch die... Hä? Oh, hallo. Ich wollte eigentlich die Buffen verwenden. Ich muss nochmal abhauen. Ist wahrscheinlich gar nicht schlau, ne? Kann man sich eigentlich so im Zimmer auch hinlegen? Ich glaube nicht, ne? Mist, Verfluchter. Was? Was habe ich gemacht? Okay. Ah, V war das. Genau, V umbleiben. Oder einmal aufgedrücken, so, ne? Dann kann man das öffnen. So war das. Entschuldigung. Ja. Ist jetzt schon wieder eine Zeit her, ne? Aber Buffen passt, glaube ich. So, dann probieren wir nochmal unser Glück. Meine Güte, jetzt war ich so schon geheilt. Ja, wie gesagt, wir haben es. Hoppala. Wir haben es eh gespeichert. Also ist ja wurscht. Das ist jetzt wieder zum Üben. Hallo! Die Tür ist kaputt. Na, verfehlt. Jetzt aber. So. Na, mit V. Ich wollte ja nicht. Ich wollte verheizen, wollte ihn. Oh, eine Fackel. Cool. Mit der Bill Glück kann man anderen abheizen. So, klar mal das Zeugs und abheizen. Machst du auf? Scheißdreckstür. So, den zweiten haben wir jetzt nicht umbringen können, ne? Das heißt, der muss da noch irgendwo sein, ne? Die Fackel ist halt auch nicht so dienlich, ne? Verstecken, ja. Ich hätte gern was gehabt zum Schmeißen. So, jetzt haben wir was. Jetzt können wir, wenn wir Glück haben, den Deppen abheizen. Also vernichten, ne? Also umhauen.
Da. Ist der Trottel jetzt hier oder ist der jetzt oben? Ha? Was war das jetzt? Was hat mich jetzt getroffen? Echt, das ist ungeheuerlich. Also einmal nur. Bleib jetzt da. So. Wow. Der hat selber buffen. Drecksau. Au. Wieso darf der schießen überhaupt? So ein Arsch. Verbrenn. Trottel. Au, aber so wehtun. Super. Jetzt habe ich wieder voll hergerichtet, aber voll Gas. So. Nachladen. Geht das automatisch? Ja. Munition ist eigentlich nicht alle, oder? Wo doch? Wir haben ja maximal 10. Ach so. Oh je. Oh je. Jo, ist alle. Und hergerichtet haben wir auch wieder. Wie schön. Was haben wir hier? Eine Flasche. Toll. Schön. Hier hatte ich schon alles gelootet, oder? Ja. Hier war ich schon brav. Aha, da drin hätte ich mich verstecken können. Ja. Soll ich mir eine Spritze gönnen? Weil speicherungswürdig ist das ehrlich gesagt nicht. Oh, der Part ist auch zu Ende. Weißt was? Sollen wir sauber spielen? Machen wir es nochmal, oder? Ich muss sie wieder üben. Entschuldigung für den verhauten Part. Ich glaube, ich werde das nochmal laden. Ich muss schauen, dass wir so viel Leben wie möglich behalten. Und, ja. Machen wir die zwei Deppen vielleicht nochmal. Es tut mir leid. Naja, auf jeden Fall, ihr Lieben. Ja, das war's wieder für heute. Ist nicht sonderlich spannend, aber es wird schwer. Vielen lieben Dank fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir werden dieses Kapitel hoffentlich bald mal schaffen. Also dann, bis zum nächsten Mal. Tschüssi.